Das Beste kommt zum Schluss in unserem Ostermenü. Himbeer Eierlikör Tiramisu im Glas. Wir beginnen mit den Himbeeren. 500 Gramm werden sie dann mit 50 Gramm Puderzucker erstmal erwärmen. Während unsere Himbeeren schön durchziehen, machen wir schon mal unsere Mascarpone Eierlikörcreme. Dazu brauche ich 4 Eier, ca. 110 Gramm Zucker. Mittlere Stufe werde ich das Ei jetzt schön aufschlagen. Die Masse ist schön schaumig geschlagen. Jetzt geben wir etwas Eierlikör dazu. Also 5 Esslöffel. Kleinen Schuss noch. Und etwas Mascarpone. Nach und nach einfach das Ganze schön drunter rühren. Was darf natürlich bei einer Tiramisu nicht fehlen? Ganz klar der Löffelbiskuit. Und da wollen wir gar nicht viel machen, den werden wir einfach nur so wie er ist rein bröseln in das Glas und werden nach und nach unsere Tiramisu schichten. Unsere Zutaten für das Dessert sind fertig. Jetzt heißt es anrichten. Das war unser Ostermenü. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit, Ihr Franz Schnedt.